Hallo ihr Lieben. Ja, wir müssen euch leider mal wieder eine kurze Audio zusammenfassen, weil wir es in Textform nicht mehr schaffen. Wir könnten euch die einzelnen Schicksale gar nicht hier alle vorstellen, was in den letzten Tagen so passiert ist. Deshalb in dieser Form. Ich bin im Übrigen die Sonja aus dem Team und ich versuche euch mal die letzten Tage hier so wiederzugeben, weil wir einfach eure Hilfe brauchen. Wir brauchen eure Unterstützung. Ohne euch schaffen wir es nicht. Und es würde wahnsinnig viele, viele schöne Dinge geben, von denen wir euch berichten wollen würden. Aber das Leid überwiegt im Moment einfach so sehr und es wird gefühlt einfach immer schlimmer. Ja, fangen wir mal mit den letzten Tagen zumindest an. Und grob zusammengefasst. Ihr seht hier Amiro, der wurde auf den Straßen aufgegriffen, eingefangen und in ein städtisches Kanili gebracht. Man vermutete im ersten Moment eine gebrochene Pfote, Unfall, wie auch immer. Dazu später mehr. Ja, da saß er nun, wie ein Häufchen Elend. Und das macht mit den Tierschützern was, das macht mit uns was. Wir sprechen aus Erfahrung, eben die medizinische Versorgung im Kanili ist eben nicht so gegeben, wie man es sich wünschen würde für einen Hund. Und das ist nicht einfach. Besser gesagt, bis gar keine medizinische Versorgung. Und man weiß, dieser Hund sitzt jetzt da mit Schmerzen. Wie lange wird es dauern, bis er behandelt wird? Und wir hatten ja schon einige Fälle daraus. Ich sage jetzt nur Lozano, Fazella. Fazella wäre da drin gestorben an einer Infektion. Es ist nun mal nicht alles so, wie man sich jetzt vorstellt. Oder Almina, die lag da tagelang unbehandelt, weil einfach zu wenige Tierärzte auch da sind in diesen Gemeinden und es ist nun mal so, wie es ist und das macht natürlich schon mit einem etwas, wenn man das dann sieht und Mensch, jetzt sitzt er da, was machen wir denn und so weiter. Ja, zeitgleich kam aber ein weiterer Hund ins Kanile, der kleine Bebino. Wir haben ihn so genannt einfach, der hatte noch keinen Namen und ja, der war gelähmt. Der saß jetzt in dieser Krankenstation, die man als Krankenstation bezeichnet, ja, dort aber keine medizinische Versorgung an diesem Tag stattfindet, wenn auch nicht an anderen Tagen. Und da saß er nun, wie ein Häufchen Elend. Und selbst der Helfer war sehr aufgeregt, was soll er denn jetzt tun? Und die Tierschützerin war mit ihm in Kontakt und was machen wir, ne? Dann ging es Wölpern im Kanile sehr schlecht. Es sind wahnsinnig viele Hündinnen mit ihren Wölpen haben Einzug gehalten ins Kanile oder auch einzelne Wölpen, die gefunden wurden auf der Straße oder sogar eine Hündin hat ihre Babys im Kanile bekommen. Da haben wir dann ein Körbchen, Decken gekauft, die Tierschützerin halt und haben es hinbringen lassen und die haben sich die ja und man wird sie so gerne rausholen, ja, aber es ist nicht möglich, weil eben alles bei den Tierschützern, auch die Grundstücke, die wir mit eurer Hilfe ins Leben gerufen haben, die sind voll. Die Stina-Wölpen, die wir damals rausgeholt haben mit eurer Hilfe und dieses Gehege errichtet haben, sogar extra, die sitzen nun da und warten auf ihre Familien. Und somit kann halt nun mal niemand nachrücken. Es ist nun mal so. Zaubern können wir alle noch nicht. Und auf jeden Fall, ja, wahnsinnig viele Wölpen. Also es ist eine wirkliche Wölpenflut und dann siehst du die Mütter, wie sie ihre Babys da bekommen müssen und man kann wirklich nur gutes Futter hinbringen lassen und so weiter, weil die werden ja eigentlich von der Gemeinde versorgt. Da können wir auch keine Patenschaften suchen, sonst das geht einfach nicht, weil es dann, wir wollen ja auch keine Probleme und so weiter. Und auf jeden Fall, ja, und die Tierschützerin sagte schon, Mensch, hoffentlich, aufgrund dieser hohen Wölpenanzahl, hoffentlich hält der schlimme Parvovirus dort nicht Einzug. Ja, leider hat er Einzug gehalten, wie vermutet. Und ein Wölpe ist bereits gestorben, eine Hündin, und vier Wölpen ging es nicht so gut. Ja, und ja, die kamen auf die Krankenstation in diesem Kanile. Der Helfer macht wirklich alles. Der wird auch nicht mehr lange sein. Der verlässt das Kanile aufgrund einfach Job und so weiter. Ja, die liegen halt dann in den Boxen. Aber im Endeffekt, so unter Beobachtung, stehen sie dann auch nicht mehr, wenn der Helfer nach Hause geht.
Und wir sagten wirklich, obwohl wir nicht wissen, wie was auf uns finanziell zukommt, mit den Kosten dann etc., komm, hol diese Hunde, diese Bebino, der Gelähmte, Amiro, der mit seiner kaputten Pfote, und diese vier Welpen, bevor dass sie uns versterben, hol die da raus, stell die Anträge, damit wir die außerhalb medizinisch versorgen lassen und wir übernehmen die Kosten. Wir wissen zwar nicht, wie wir stemmen sollen, aber Hauptsache, die Hunde überleben. Die Tierschützer waren dann so dankbar. Die haben gesagt, sie bedanken sich bei euch und bedanken sich so von Herzen, dass sie da helfen können. Und wir haben gar nicht gesagt, wir haben es noch gar nicht, aber es ist einfach wichtig, dass diese Hunde erstmal überleben. Und wir müssen sagen, okay, die vier Welpen sind stabil, noch ist es nicht geschafft, aber es sieht gut aus, Rückschläge gibt es immer wieder, klar, aber sie essen gut und ja. Bebino, der Gelähmte, der wurde geröntgt und ja, Gott sei Dank ist die Wirbelsäule nicht gebrochen, sondern es muss was Neurologisches sein und da versucht man jetzt mit Physiotherapie und Spritzen etc. wieder Medikamenten auf die Pfoten zu bringen. Problem ist nur, also dieser Hund kann unmöglich zurück ins Kanile. Der braucht eine saubere Umgebung, weil der rutscht ja. Und da ist jetzt die Tierschützerin dran, dass sie irgendeine Möglichkeit findet, irgendwo, sie wird es selber gern tun, hat aber, sie hat wirklich gesagt, Mensch, wenn drei Hunde von ihr gehen würden, wie jetzt, es sind ja immer noch die Schwestern von Virna, die jetzt in der Streuner-WG ist, auf Pflegestelle, sind ja immer noch bei ihr. Die Viola, die Vera, die sitzen immer noch da und warten auf ihre Familien. Die sitzen im Garten, ja. Elettra, keine Anfrage, nichts in Aussicht. Und das macht natürlich unser Herz natürlich auch schwer, weil man einfach sagen würde, hey, komm, für die drei Hunde haben wir jetzt tolle Familien gefunden oder zumindest für einen Hund und für die Elettra zum Beispiel oder, ja, und die hat im Übrigen auch die Kia in Obhut. Ja, der geht es jetzt soweit, die ist stabil, aber braucht noch ein bisschen. Ja, wird behandelt gegen ihre Leishmaniose. Und wir würden ja so gern sagen, hey, deine drei Hunde, die können gehen, drei von deinen Hunden können gehen und du kannst in Ruhe Bebino nehmen. Ja. Und das würde sie so gerne tun, aber sie kann es nicht, weil sie einfach überfüllt ist. Und sie braucht eine andere Umgebung dann für Bebino. Und da wird sie sich jetzt ein bisschen schlau machen und wir hoffen, dass sie eine Lösung findet. Und ja, und für Amiro, der wird jetzt operiert, da halten wir euch auf den Laufenden, wie es ausgeht etc. Der hat wirklich, habe ich ja noch gar nicht erwähnt, nein, die Pfote ist nicht gebrochen, sondern die ist voller Schrotkugeln. Sprich, auf ihn wurde geschossen mit Schrot. Und die ganze Pfote ist voller Schrotkugeln. Ja, also das kann man sich... Der wird jetzt operiert, da halten wir euch auf den Laufenden. Und die vier Welpen, wie gesagt, die sind soweit stabil. Aber für die Welpen gehen natürlich zurück ins Kanile. Wir hoffen natürlich, dass sie irgendwann Adoptionen finden. Wir halten euch da auch auf den Laufenden. Nur das Problem ist im Moment, da es so wenige Tierschützer sind, die kommen ja nicht mal nach mit Fotos machen, ja. Die schaffen es nicht. Es jagt ja ein Notfall den anderen und die haben das Ding gar nicht. Hey, jetzt mache ich mal noch ein Video von dem und von dem und von dem und damit alle wieder im Bilde sind. Das haben die gar nicht so, können die gar nicht umsetzen. Wie denn auch? Die haben den Kopf mit ganz was anderem voll. Und wir hätten im Kanile, war ich selbst da an Weihnachten, wo ich sechs Welpen geknipst habe, damit sie ihre Familien finden. Ja, die wären schon lange wieder fällig, dass man hier Fotos hätten und so weiter. Aber die kommen nicht mehr nach. Die Tierschützer vor Ort kann man an einer Hand abzählen, so wie auch hier dieses Team in Deutschland, dass man auch an einer Hand abzählen kann. Wir sind nicht viele. Und wir hoffen natürlich, dass wir noch mehr werden. Und ja, das war jetzt mal wirklich nur grob zusammengefasst nur die letzten Tage, mal abgesehen, was hier in Deutschland so passiert,
wollen wir jetzt gar nicht hier noch zusätzlich hinzufügen, es würde wieder zu lange werden. Aber jetzt mal allein zu diesen Hunden, Amiro, Beppino, die vier Welpen. Wir haben unsagbare medizinische Kosten und wir brauchen eure Hilfe, eure Unterstützung, egal in welcher Form. Sei es finanziell, sei es mit kleinen Patenschaften oder, wie gesagt, die Hunde, die zurückgehen ins Kanidae, da bitte keine Patenschaft, das ist nicht möglich, das können wir nicht machen. Wir wollen da keine Probleme bekommen, sondern nur die Hunde, die in Obhut der Tierschützer sind. Und da würden wir uns freuen. Aber auch, wenn es einem nicht möglich ist, finanziell zu unterstützen, auch das Verbreiten der Beiträge. Es werden ja jeden Tag auch Hunde hier eingestellt auf der Seite oder in YouTube oder wie auch immer. Auch das alleine hilft schon, damit diese Hunde gesehen werden, damit dieses Leid in Italien auch präsent ist und nicht immer hinten runterfällt. Denn viele wissen von dem Ganzen gar nichts, was in Italien so vor sich geht, in Sizilien. Und das wäre einfach enorm wichtig und wir brauchen euch, wir brauchen eure Unterstützung. Und wir halten euch auf den Laufenden. Dankeschön.